Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Jo, wir sind hier noch in Endless Dave, dieser Race, und ich habe gelesen, man muss nur auf Level 50 werden, weil die anderen brauchen ungefähr, ja, auf die ersten 1000 können mit 50 und 60 Preise gewinnen. Da bin ich wahrscheinlich nicht mehr drin, weil jetzt sind es nur noch 2 oder 3 Tage Endless Dave. Machen wir einfach, bis wir die erste Exzellenzklasse haben. Auch mit diesem Bild weiter, den ich ein bisschen im Hintergrund gemacht habe. Der andere Bild hat einfach zu viel Mana gekostet und da habe ich jetzt die letzten paar Level nicht mehr gemacht. Ich habe noch im Livestream noch ein bisschen gelevelt und später selber noch. Und ja, kostet einfach viel zu viel Mana. Ich habe zu wenig Mana nutzen in der Nähe und deshalb, ja. Ist ja leider ein bisschen fehlgeschlagen. Ich wusste gar nicht, dass man, wenn man Change and Crit macht, auch Mana verliert pro Zauber. Das hat sich irgendwann mal verändert und ich habe es nicht so gut mitgekriegt, weil es mich nicht so interessiert hat. Also, einfach, ich habe es einfach vergessen, sozusagen. Jo, und dieser Build, der ist mega tanky. Er greift eigentlich mit Spectral Helix an. Und mit Impel, mit Aufspießen. Und dadurch ist er auch stark. Also, wir verlieren fast kein Leben, ja, wir regenerieren auch sehr viel. Wenn wir Leben regenerieren, dann ist es, weil wir keinen Gegner treffen, weil wir Adalos haben. Und das sagt so ein Mana, sagt es Leben ab. Also, so ein Mana-Kosten haben wir Lebenkosten. Also, eigentlich wie dieses Blut. Heißt ich weiß nicht, wie man die Noten sagt. Irgendwas mit Blut. Können wir gleich schauen im Ding 3. Skill 3. Genau. So. Okay, jetzt kommt ein Boss. Sehr gut, also. Haben wir das mal schon geschafft? Und dann macht Level ab, aber Wind Level. Oder? Ja, und Intelligenz fehlt uns auch. Immer nicht weitermachen. Hier brauchen wir einfach ein Level noch. Okay, Skill Tree. Genau, hier unten haben wir Blut Magic, genau. Eigentlich fast das gleiche. Adalos ist wie Blut Magic. Life Tap heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Okay, dann gehen wir einfach weiter runter, damit wir das Level auch schnell genug kriegen. Und ja, ihr habt ja gesehen, ich habe ein paar Sachen dort noch gefarmt. Das liegt einfach daran, dass ich da noch nicht so stark war und ich einfach eine Axt brauchte. Ich habe ja nur Schwerter gehabt, Beihandschwerter. Wir haben das Starterschwert auch sehr lange, bis Level 20 oder so. Ich habe einfach keine zweihandrare Waffen gefunden hier in Delft. Jo. Bei dem Delve Only, es ist Endless Delve, also ihr könnt nicht dann machen als Delven. Genau das macht halt auch mehr Spaß. Solche Races sollten wirklich auch ein paar Monate gehen oder so. Also keine Races sein, sondern wirklich auch vielleicht auch im richtigen Spiel, wo ihr auswählen könnt, ob ihr nur Delven wollt oder nur Domination machen wollt. Ja, wie sie alles heißen. Und das wäre eigentlich ziemlich etwas, was ich wirklich genießen würde. Weil wenn ihr euch konzentriert, habt ihr auch nicht immer so Probleme, dann wieder irgendwas zu finden, euch wieder, ja, zu lernen, wie es geht oder so Sachen. Syndicate zum Beispiel, ich weiß immer noch nicht, wo ich hinstellen soll, damit ich die besten Belohnungen bekomme. Ich muss immer nachschlagen, das kann ich im Let's Play halt auch nicht gerade so gut machen. Wir tun einfach mal per Zufall und dann lernen wir es vielleicht auch, wenn wir es auch so lernen und nicht direkt. Ich mag sowieso nicht, wenn ich alles muss irgendwie nachschlagen. Spiele, so wie das Spiel gemacht wurde, ohne Tipps und Tricks, spiele ich einfach am liebsten. Also zum Beispiel jetzt bei Titan Quest Enderal Embers. Da kenne ich noch nichts. Ich weiß nicht mal, was der Akt so macht oder so, wie viele Akte es überhaupt sind. Sind, glaube ich, 4 Akte oder so, die ein bisschen fernöstlich, nahöstlich, fernöstlich sind und zum Beispiel, ich weiß immer noch nichts was und ich muss halt auch bis dorthin leveln, also wenn ihr das Projekt schauen wollt, ja, es ist halt einfach, wir machen einen neuen Charakter,
da ich die alten Spielstände nicht mehr habe. Könnte die vielleicht irgendwie holen, aber es ist natürlich schwierig, da die Festplatte heranzukommen und sie mir einzustecken. Vielleicht habe ich ja noch Platz, aber ja, da braucht es sehr viel Anleitung. Da brauche ich mal jemanden, der sich wirklich auskennt mit PC zusammenbauen. Wie ich denn die Festplatte hier einbauen kann, weil sie ist relativ gut. Sie hat viel, ich glaube 1,5 Terabyte. Eigentlich relativ viel für mich, weil ich nicht so viele Spiele, die groß sind, ja, installiere. Also Path of Exile ist eigentlich mein größtes Spiel. Ah nein, GTA Online natürlich, genau. Mein größtes Spiel. Das ist jetzt auch nicht gerade so groß. Es gibt zum Beispiel, ja, Forza Horizon ist auch noch groß. Ich weiß nicht, ob das größte ist, das Ding. Wahrscheinlich nicht. Aber sonst wirklich die zwei Spiele sind die einzigen riesengroßen. Ich weiß nicht, was Path of Exile braucht für einen Speicher. Könnt ihr gerne mir mal sagen in den Kommentaren. Aber ja, es ist wirklich. Okay, wir haben nicht viel Platz und wir müssen nochmal kurz neu laden. Ich finde es ein bisschen doof, dass es eben wieder neu laden muss. Denn doch kann es nicht vorprogrammiert werden. Die Ladezeit ein bisschen langweilig in Delft. Wenn der Fall schnell vorwärts geht, sind Ladezeiten hier schlimmer. Naja. Einfach ein bisschen lange. Was ihr seht, wir bekommen alle Power Charges. Also Power Charge, Endurance Charge, Defense Charge. Ne? Also alle Charges. Und defensiv, weil wir Rüstung haben. Mit Defamation. Ja. Ja, jetzt haben wir langsam stärkere Gegner. Die Sachen sind einfach stark. Ja, jetzt langsam wird es stark. Ich weiß, lange Wege sind immer ein bisschen schwieriger. Ich muss halt immer wieder ein bisschen nachgehen. Kannst du jetzt endlich mal sterben da oben? Okay. Oh, macht ja noch viel Schaden. Shit. Also jetzt langsam werden sie natürlich schwer. Also ich weiß nicht, welches Level jetzt diese Gebiete haben, aber wahrscheinlich schon ein bisschen höher, als ich bin. Jedenfalls sind natürlich Gegner. Echt zahlreich, wo diese Wirbel machen. Beim Säbelzahn, Manticora, wie so etwas. Ich will mal der Klasse sagt. Auch nicht immer so achte. Dann kommt wieder so ein Gegner. Jetzt kommen sie plötzlich nicht mehr. Okay. Da wird wieder verarscht. Okay. Die kommen oft vor, irgendwie. Zu oft. Naja, das wird nicht so schlimm, aber. Wird einfach irgendwie ein bisschen nervig, da immer wieder Dynamit dabei zu haben. Weil ich einfach noch zu wenig Dynamit habe. Ja. Ist das schon ein bisschen, oh, nervig, wenn so viele kommen. Weil eigentlich habe ich auch mal noch gesucht nach einem Geheimgang. Er ist einfach nicht aufgegangen. Also ich habe den Ort nicht gefunden, wo man diesen Geheimgang erreichen kann. Es sind einfach Symbole, die nicht connected sind. Auf der Map. Und die habe ich einfach nicht gefunden. Ich kann es ja mal zeigen, wo es war. Wir sind eigentlich immer dort, wo zwei verlinkt sind. Dort war nichts verlinkt. Also da waren noch nicht nur zwei verlinkt. Ja, weiß es auch nicht. Oh, Unik. Sehr gut, aber wenig Platz. Da oben ist noch ein. Okay, ein Greatsword. Also ich nehme nur die Äxte mit, weil ich eben das Level 50 und ich werde lieber dann im Ding delfen. Also heute geht's, also in diesem Part geht's natürlich noch weiter normal mit dem Atlas. Okay, Dynamit, sehr wichtig. Sehr schön, jetzt bauen wir noch eine Kiste mit Fackeln natürlich. Nichts. Wir sind noch ein bisschen langsam, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Bewegungsgeschwindigkeit, aber ich habe auch die Schuhe, wo man nicht angefroren wird. Dabei haben nur 20 Bewegungsgeschwindigkeit.
Die machen schon sehr viel Schaden. Ich sollte nicht drin bleiben. Okay, komm, wir machen ein bisschen vorwärts. Muss ich nicht irgendwelche Verstecke finden. Nervt halt ab. Wirklich extrem ist, wenn man immer wieder nachschauen muss. Nein, ich finde es einfach, wenn wir jetzt leveln, dann, also leveln müssen, dann sollten wir auch leveln. Nicht irgendwelche Wege finden oder so. Das muss man jetzt nicht mehr. Ich bin einfach ein bisschen genervt jetzt, weil ich schon ein bisschen länger gespielt habe, dass ich einfach die ganze Zeit irgendwelche Verstecke und Items aufmachen, also so Rüstung aufmachen kann, Stände. Und nicht irgendwie vorwärts kommen mit dem Level. Also jetzt haben wir ein Level geschafft. Wir haben fast zwei Level geschafft. Jetzt sollte eigentlich das Erkenntnis-Teil da sein. Es taucht einfach auf Level 31, 32, 33, wahrscheinlich 33 erst. Wahrscheinlich jetzt noch nicht da. Static Strike. Ja, nicht mehr. Superior. Nicht gut, nein, was Superior. So. Ist es da? Nein, ist es noch nicht da. Okay, schade. Also machen wir noch ein bisschen weiter und dann gehen wir rüber. Ich wollte es einfach zeigen, wie das geht. Endless Dave, das kommt nächstes Jahr wahrscheinlich wieder. Vielleicht halt zwei Jahre erst, aber naja. Okay, das ist besser. Ich brauche da andere Sachen. Ja. Könnte 4 links auch brauchen. Dann werde nur noch 3. Ja, komm. Nicht linken. Nein. Roten. Bitte auch noch dazu. Alle 3 Farben für den Drago. Brauchen wir grün überhaupt? Ja, wir brauchen grün schon. Jo. Sorry, dass ich ein bisschen gestresst bin, aber es ist schon manchmal ein bisschen nervig der Zeit. So, mehr Schaden brauchen wir nicht. Das haben wir jetzt schon doppelt. Ah, jetzt kommt jetzt so ein Leck. Es leckt manchmal schlimm auf diesem Event-Server, also Race-Server. Geht manchmal gar nicht. Braucht einige Zeit zum Kombinieren. So, die 2 brauchen wir noch. So. Und danach noch Quality Games da. So, dann haben wir eben zwei Skillpunkte. Wir müssen hier natürlich mit Technik nehmen und dann nehmen wir hier. Ich glaube, das untere ist zuerst, ja. Da ist die untere für den 3. Gut, dann wie viel Level haben wir hier? Okay, es ist noch nicht, ist leider noch nicht gleich hoch wie wir sind. Also wir können jetzt langsam auch gut leveln, wenn wir ungefähr gleichlevelig sind. Okay, und natürlich, oh Gott, mach ich schon. Ja, ich glaube, wir sollten doch nicht so weit runtergehen. Cheat machen viel Schaden. Da ist im Menü. Ja, ist schwierig. Aber ich finde es gut, dass es ein bisschen anspruchsvoller ist. Aber so viel Schaden müssen sie eigentlich machen. Ja, diese Attacke ist halt wirklich langsam. Das ist das Hauptproblem. Gegner können ungeniert Schaden machen, weil ich auch stehen bleiben muss. Das ist ein bisschen ein schlechter Bild für so wenig Tankiness. Also für Delph, ich weiß es nicht. Ich habe ihn einfach mal ein bisschen gesehen. In den Profilen, die Leute, die einfach helfen. Es scheint ein sehr guter Bild zu sein. Und deshalb habe ich ihn genommen. Ja, und ich meine eben, ihr müsst ja auch irgendwie lernen. Und ich lerne halt sehr wenig, wenn ich so Casual spiele. Also ich möchte schon gerne SFX mehr spielen, aber ich mag das Spiel jetzt auch nicht mehr so. Tut vor allem meinen PC ein bisschen überlasten. Der CPU, ein CPU wird halt so ausgelastet, dass der Lüfter ein bisschen zu laut geht. Ich habe irgendwie nicht gerade so viel Lust, viel zu spielen.
Aber ich halte es ja aus und deshalb mache ich es trotzdem, nur eben nicht gerade so professionell. Also tut mir leid für die Leute, die jetzt denken, ja, ich würde wirklich sehr gut spielen und sehr viel spielen. Es geht auf die Dauer, auf den Picks. Also, ich habe jetzt wirklich längere Zeit Pause gemacht, auch so 2, 3 Tage, weil ich vorproduziert habe, damit wir ja auch mappen können. Und zwar, ja, also 2, 3 Tage waren wirklich gute Ruhen, aber ich fühle mich jetzt schon wieder gestresst. Das Spiel stresst einem eigentlich immer wieder. Ich kann zwar nicht gut abbauen mit meinen Krankheiten. Tut mir leid, das ist einfach leider so. Auch wenn ihr wahrscheinlich mir nicht so glaubt, aber es ist echt so. Denn eben viele Leute, die das nicht haben, die verstehen auch nicht so Krankheit. Aber das ist wirklich etwas, was ihr gar nicht wisst, dass ihr so etwas habt, so Hormone. Wenn ihr das nicht zu wenig habt, dann leidet ihr. Ich leide schon das ganze Leben dran, dass ich viele Sachen einfach nicht immer machen kann. Wenn ich zum Beispiel viel zu viel Stress habe, dass ich Stress nicht abbauen kann. Alles Mögliche. Bei Tabletten, also das Cortison, das wirkt jetzt auch nicht immer. Also wenn ihr jetzt eine extra Tablette schluckt, ihr werdet trotzdem manchmal auch nicht Stress abbauen können. Weil einfach, ja, der Körper, die Verdauung und alles anders noch beschäftigt ist. Oder das Cortison einfach nicht noch mehr machen kann. Alles schon genügend, oder? Das ist das Problem, oder? Wenn ich mal gestresst bin und so, ich kann einfach nicht livestreamen oder aufnehmen. Ja, dann ist bei mir einfach ein bisschen weniger los, oder ja. Kommen einfach 1 oder 2 Videos pro Tag weniger. Aber natürlich verschiebe ich dann einfach alles. Mach's in der Nacht. Kommt sie doch irgendwann mal einfach später oder so. Also nicht wundern, gell? Ja, und ich freue mich eben, dass ihr so viel Zuneigung, also den habt, Verständnis voran. Einfach, dass ihr dran bleibt, oder? Ich sehe es immer wieder, die Videos werden geschaut, geliked, ja, auch Ding, ja, aber so konnte ich, konnte nichts machen, es war dunkel. Frechheit. Ah, jetzt ist es da, gut. Sehr schön. Also, wir müssen Champion werden. Und hier, ich weiß gar nicht, welche Sache. Entweder das hier, Impal. Also Schaden haben wir eigentlich genug. Wir müssen Fortified nehmen. Ja, aber ich muss das hier nehmen. Also ich muss Fortified reinlegen. Wir brauchen mehr Defensive, das ist klar. Okay. Ich werde das aber eben das nächste Mal zeigen. Impale bringt natürlich auch noch. Muss schnellere Projektile weglegen, also langsame Angriffsgeschwindigkeit. Wir haben hier 10% weniger Angriffsgeschwindigkeit. Ja, also einfach Projektile. Was brauche ich jetzt? Ich brauche jetzt Verstärken. Und hier nehme ich mal Melee Physical Damage. Und nein, Cruelty. So. Das lege ich jetzt zum Beispiel hier mal rein. Und hier Brutality ist ja ein 38er. Genau. So. Also ich werde schauen. Da sehe ich jetzt noch Level 50 werde dann. Okay, hier sind Tränke. Ja. Da, den kann ich noch verkaufen. Lands Recall. Game. Doch, der Game. Deutsch. Game ist in Deutsch. Und jetzt versuchen wir einfach mal. Ja. Also ich werde das später machen. Okay. Jetzt gehen wir rüber zum Ball. Ist Ball. Jetzt machen wir einfach noch 1, 2 Maps. Oder wir machen Heists. Ich glaube, ich habe noch Heists. Ah, ich habe sie gemacht. Okay. Sorry. Ich habe sie schon gemacht. Jo, was haben wir denn bekommen vom Heist? Ist jetzt schon ein bisschen länger her.
Was haben wir beim Heist bekommen? Ja, nicht so viel. Gut, wir müssen einfach Maps machen. Und zwar haben wir hier alle. Dann machen wir einfach die erste T2 Map. In Geld natürlich. Oh. Das ist sehr schwer. Wir versuchen es einfach. Da machen die Gegner natürlich viel Schaden. Dual Crit. Kann ein bisschen schwer sein. Dann nehme ich hier Delph. Hier haben wir alles. Ja. Okay. Sehr gut. Also, jetzt bin ich ein bisschen weniger gestresst. Aber das Delphen ist manchmal ein bisschen hart. Und einfach schnell herumrennen. Okay, die Helden machen aber nicht so viel Schaden mehr. Würde auch ein bisschen tanken. Das ist die Hauptsache. Und irgendwie ist der Beat recht schnell, habe ich das Gefühl. Ich dachte ja nicht, der Beat ist jetzt nicht immer so schnell. Scheinbar hat irgendwas gemacht. So. Jetzt einfach wieder ein bisschen eingewöhnen. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich muss. Das ist ein Gebiet, was sehr umfangreich ist. Ja, sonst gehen wir einfach wieder zurück, wenn wir irgendwie zu weit in eine Richtung gehen. Ah, das ist so ein Gebiet in Akt 9, das heißt der Wüstenlevel. Ja. Okay. Dann sind wir ja relativ wichtig. Hier haben wir irgendwo Geist in Tormenshöhe. Keine Ahnung, wieso da eine Leiche explodiert ist. Okay. So eine gute Map. T3 und T1. Oh. Jetzt was? Ah, ich liebe den Bild einfach. Liebt ihr auch Totenbilds? Es gibt ja viele Spiele, die Tower Defense und so spielen. Ist ja eigentlich wie Tower Defense. Ja, ich finde es eigentlich ziemlich gut. So, der Dimension hat leider zu hohe Stärkeanforderungen. Da muss ich sowieso auch einen Skillpunkt reintun in Stärke 30. Ja, okay. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen lernen, besser positionieren, damit die Totems eher die Gegner angreifen, die mich treffen. Ja, sonst eigentlich bin ich ein bisschen drin. So, hier ist nichts mehr. Also die Dinge gehen gut, die Maps, hä? Also die sind jetzt nicht zu schwer, auch mit Damage-Modifikatoren. Ich die Maps eigentlich gut. Ja, wir haben halt auch nicht gute Resistenzen. Ja, nur Feuerresistenz ist noch nicht maximiert. Ja. Bin ich toll. Ah, also Endless Death leider nicht so etwas für meine Krankheit. Kann man nichts machen. So, nach Süden müssen wir. Also ich möchte schon gerne in diesem Delph-Event noch natürlich viel bringen können. Ich werde vielleicht noch live streamen, also jetzt müssen wir einfach in den Ding. In den Parks müssen wir einfach alle T-Maps und so Sachen machen. Dann auch noch das Labyrinth und dann kann ich eigentlich auch live streamen. Hä? Okay, dann sind wir eigentlich fertig mit der Map. Machen wir doch noch kurz dieses. Ich glaube schon, dass wir relativ gut und safe sind. Ja. Genau das wusste ich. Ich wusste es. Die Gegner sind viel zu stark geworden. Es ist einfach nicht balanciert. Ich konnte nicht mal reagieren. Schon down war ich. Ich war schon down. Das ist so frech. Also bitte. Ja, ich wusste es wegen den Modifikatoren von der Map, aber... So schnell hätte ich es jetzt eher nicht gedacht. Frechheit. Ich bin richtig frech. Ich finde es wirklich frech, Mensch. Ja, gut. Okay, wir darf natürlich noch hinschauen, ob irgendwas gedroppt ist. Ob hier auch noch etwas ist. Nein. Wie viel haben wir denn?
noch drei Monster irgendwo. Könnten irgendwelche sein, die versteckt sind. Nico hat ja nichts mehr zu sagen. Nein. Ich fühle mich jetzt schon wieder gestresst, nur wegen dem Tod. Weil es einfach nicht balanciert ist, die Tod im Killen hat auch noch zu wenig schnell. Ah. Der Taste, nein. Welche Knopf ist jetzt Teleport? Gibt keines in diesem Spiel. Ja. Fallout, The Last Epoch und Titan Quest. Da gibt's Teleport, kein Problem. Ding nicht. Okay, nächste Map. Das wäre Pit. Pit ist eine tolle Map. Ist leider blau. Aber gut, die Ops sind halt. Da wirklich, Bestiali sehr gut ist zum, Leveln und so, zum Gegenstände bekommen, machen wir Bestiali zuerst. Und dann irgendwann mal Xana, aber Xana machen wir dann T5, T8. T6, aber vor dem Gelben. Ich weiß nicht, ob T6 schon gelb ist. Kann sein. Machen wir dann T5, T4. Machen wir dann Xana. Jo. Damit Xana dann einfach auch gelbe Maps offeriert. So. Ja, ist ziemlich gute Map. Und hin, immer noch gestresst. Okay. Hitmap finde ich irgendwie sehr gut. Ich mag einfach das Setting, den Camp mit Gladiatoren Camp. Jo. Dann haben wir hier irgendwo noch ein. Okay, ist es nur oben durch. Hm, also wir machen diese Bestialis halt nicht. Coach nicht. Drago steht wieder auf dem Schlauch. In die Richtung geht's nicht. Aber es gibt diese Kämpfe hier nicht. In Akt 4 gibt es ja diese Kämpfe. Müssen wir Ding machen? Nein. Wir brauchen kein Kämpf. Und die einfach gar nicht. Außer Properties. Irgendwas mit Properties. Challenges? Ja. Nein, also müssen wir es nicht machen. Haben wir hier noch ein paar Gebiete? Ja, da unten wäre noch ein Gebiet. Gehen mal unten. Ja, ist ein bisschen eine blöde Map, dass man, da man immer wieder zurücklaufen muss, wenn man falsch ist oder so. Aber gut, ist leichter, weil die Gegner von einer Richtung kommen können. Deshalb finde ich die gut und ja, die Drops sind manchmal auch ein bisschen besser. Okay. Schade, wieder eine Sackgasse. Bisschen falsch gelaufen. Ich kenne halt die Layout der Map auch nicht mehr so sehr. Gar nicht so schlimm. Ein bisschen laufen tut gut, gell? Ja, auch ein bisschen nachdenken. Okay, ein einziger haben wir jetzt schon mal. Das kommen erst jetzt alle zusammen. Ja, vielleicht gibt es eine City Waterways. Okay, das haben wir noch nicht gemacht. Ah ja, wir haben jetzt erst Huhn und Ding gemacht. Bit. Einfach angefangen, die Bit. So, aber die Drops sind nicht mehr so oft, weil es wird mehr gefiltert und filtert. Und Drops einfach schlechter gewesen, denke ich mal. Als der Filter eigentlich will. Ja. Boah, das Spiel kann schon extrem stressen. Ich frage mich immer, wie gesund die anderen Menschen sind, dass sie so extrem lange leisten können und so mega auch racen können. Ey, ich wäre auch gerne so gesund. Das ist wirklich unfair. Naja, nee, ich bin einer, der wirklich nicht schlimm demotiviert wird von Krankheiten. Ich habe so viele Krankheiten, die mich so extrem einschränken. Ich fühle mich gar nicht so schlimm benachteiligt.
Ich sag's einfach gerne manchmal, einfach da sie merkt, dass es halt auch bei mir nicht so gut läuft. Und es kommen halt wieder die Hate und sagen, ja, ja, der Drager macht sich nie Mühe und er macht zu wenig Videos oder zu wenig lange Videos und so. Es gibt so viele Leute, die ab und zu einfach stressen können. Also wenn es um den Stress gehen würde, was manche Zuschauer so machen wegen Dislikes, Dankeschön, dass ich nichts machen konnte. Sehr nett. Ja gut. Wir werden wieder laufen. Ich muss mal vergessen, dass ich mehr Portale mache. Ich bin einfach nicht drin, ich bin ein bisschen gestresst. Das dauert halt wieder ein bisschen. Könnt ihr gerne überspulen, bis ich dann wieder kämpfe. Aber das ist natürlich schon ein bisschen kacke, dass die Map so mega lang ist. Ja. Falscher Weg natürlich wieder. So ein Mist. Ich weiß gar nicht, wer das in Gothic 1 oder 2 gesagt hat. Lester? Nein, es war Raven. Nein, nicht Raven. Diego. Ich glaube, es war Diego. So ein Mist. Ja, ja. Da gab es ja in allen drei Teilen. Gothic. So, jetzt machen wir hier aber zuerst noch einen Wegpunkt. Jetzt ist das zu schwer. Und wir sind ein Wegpunkt. So, und hier ist der Bus. Okay. Der ist ja leicht. Da habe ich eigentlich noch nie Probleme gemacht. Ich glaube aber einmal bin ich an dem gestorben, als ich so einen Glass-Can-Nachkämpfer gemacht habe. Und oh, der Schaden. Also so langsam nervt es echt. Dass wir jetzt, obwohl wir noch nicht ganz so weit sind, so viel Schaden kassieren. Weil er ist mega schnell. Ich kann den gar nicht richtig ausweichen. Okay, Alba habe ich mir bekommen. Ich bin richtig gestresst dadurch, dass das Spiel so wirklich unnötig schlecht balanciert ist. Ist Wahnsinn, hä? Ja, manchmal bekomme ich Dislikes über, wenn ich mich manchmal ein bisschen aufrege. Aber das ist krankheitsbedingt. Und manchmal negativ über das Spiel, dann ist es wirklich etwas, was mich betrifft, oder? Dass es halt einfach nicht gerade so schnell gebalanced wurde oder noch nicht gerade gebalanced wurde. Ja. Mann, Spiele müssen doch gebalanced werden, das ist eines der einfachsten. Da muss man nur ein paar Werte verändern oder so. Muss man nicht mal viel entwickeln, aber wieso machen denn die Entwickler das nicht? Ich finde das manchmal echt eine Frechheit, sorry. Und das Spiel, den sich eben die Fans wieder aufregen. Liebe Leute, die halt ein bisschen genervt sind. Ist echt manchmal dumm. Menschen verhalten sich manchmal echt dumm. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Und dann, ja, der meckert wieder rum. Ja gut, eben, ich mach's halt auch ein bisschen, weil ich eben eine Krankheit habe. Aber bei mir liegt es halt einfach wegen der Krankheit. Kann nichts dafür. So, machen wir noch eine Map zum Beispiel. Ja. Das ist genug Zeit in ein paar. Wenn wir wirklich 4-5 Maps machen. Finite Monsters. Okay. Ein Mana spent. Aber stellt euch mal vor, wie schnell ich sterbe, weil die Monster die Schaden manchmal machen. Was kann man da dagegen machen? Nix. Ich meine eben, das muss smoother gehen. Wir haben noch nicht gute Items. Kann doch nicht sein, dass man schon überall mega gute Items braucht am Anfang. Das ist das größte Problem. Es ist nicht so gebronzt für Leute, die auch wenig Zeit haben. Man muss ja immer mega viel Zeit haben. Wo hat ein Let's Play oder ein Livestreamer Zeit? Also, ja. Vor allem, wenn er andere Videos auch macht und Livestream-Übertragung. Sonst muss ich wirklich mal 3-4 Monate nur Pass of Exile spielen, damit Pass of Exile ein bisschen Balance ist für mich, oder was? Ich finde das ein Frecher. Wo ist denn das Balance? Ja, einfach das. Ah, man braucht halt immer Zeit. Für jedes Spiel braucht man unendlich Zeit. Ich finde das einfach nicht gerade. Nee, meine Sachen sind wirklich Reaktionen. Ich tue nicht Sachen sagen, die mich
jetzt unbedingt extremst, also nein, die mich wenig nerven. Ich sage die Sachen, die mich wirklich viel nerven. Deshalb bin ich nicht einer, der nörgelt. Ich bin eher einer, der wirklich die Kritikpunkte auch dann wirklich auch nennt und sagt. Auch dafür tue ich auch wirklich positive Sachen immer sagen. Eben das Dave-Event ist so super. Die Maps sind halt einfach Standard, da muss ich es nicht mehr sagen. Die Maps sind Standard schon super. Ich meine, ich sage nicht gerne Sachen, die ich schon tausendmal gesagt habe oder schon gesagt habe, was sie geändert wurden. Ist jetzt am Scourge etwas gut? Ich finde gar nicht mal so. Ich finde es schon ein bisschen motivierend, dass viele Monster auftauchen, aber ich muss auch bereit zu sein. Ich muss bereit sein für dieses Elf-Zeugs. Scourge-Zeugs. Ja. Und nicht irgendwie so wenig bereit sein, weil ich einfach noch nicht genau gehandelt habe. Und wirklich so, die Entwickler kümmern sich nicht um SSF. Und ich spiele halt SSF. Für mich ist es also viel anstrengender. Was können wir tun? Nichts. Wir können nichts tun. Oh, was ist denn das für ein Gegner? Was ist das für ein Gegner? Das sind zwei Bestiari gewesen. Die habe ich gerade ein bisschen vergessen, dass ich sie eingestellt habe. Oh, was haben denn die für Spells gehabt? Oh, so schön. Das ist eine Rüstung, die glaube ich Gift oder so. Das ist gar nicht. Ja, scheiß Gift. Und Chance für Gift. Attacken. Also die Attacken vergiften. Oh, hello. Jo, ja, was hat's noch drauf? Damage, genau. Ist ziemlich gut. Also, kann sie nutzen, aber ich bin nicht so ein Fan von Gift. Ich habe in den Spielen meistens Gift am wenigsten gern. In allen. Ich weiß nicht, mir gefällt es einfach nicht so. Ich mag das Grün, das Giftgrün nicht so. Ich mag eher das pflanzliche Grün, das gesättigte Grün oder das dunkle Grün, nicht das helle Grüne. In vielen Games sind halt die Gifte auch ein bisschen zu hell, ein bisschen zu übergrell. Jetzt in Pass of Exile sieht man es ja nicht. Aber zum Beispiel in, ja, sagen wir mal, Diablo 2, Diablo 3 war es mir ein bisschen zu hell. Diablo 3 ist ja sowieso sehr, sehr grell. Also ich weiß nicht, aber mein Bildschirm, der hat ja schon eine extreme Helligkeitswucht. Die Farbhelligkeit schon extrem, manchmal. Ja. Also es ist eigentlich ein bisschen unter HDR. Nur ein ganz wenig unter HDR. Also HDR kaufe ich mir nicht, weil es viel zu grell ist. Hell ist. Grell ist, wollte ich sagen. Ich habe mich ein bisschen verriedet. Das ist jetzt Gift gewesen. Ist schon ein bisschen zu hell. Von was ist, sind die Gegner vergiftet? Giftschaden? Sind die Nemesis-Gegner ziemlich zäh und auffallend? Ja, das ist auch ein Modifikator. Gut schauen. Rare Monsters in der Mitte, Rare Monsters each have a Nemesis. Ja, also die Map ist sehr schwer. Also sehr schwer. Gegen ist recht. Und ein Auffall mit Modifikatoren. Eigentlich gar nicht so schwer. Nur eben wir sind ein bisschen langsam mit den Totems. Ja, man sieht's. Ich habe meinen Mann den Toten gesetzt. Der hat noch ein bisschen wenig Leben. Ja. Toten hat zu wenig Leben. Okay, jetzt kommt der Boss und auch noch ein Ding. Da ist noch ein Druckig sein. Jetzt ziemlich, wie sagt man denn?
Safe ran. Und ja, Nerven mit Attacken. Der uns trifft auch. Der Fett Golem Bosses. Sind wir fertig? Null Monsters, okay. Jetzt muss ich mich ein bisschen aussuchen, es ist noch ein bisschen zu früh. Wir könnten eigentlich noch mal eine Map machen. Ja, machen wir noch eine Map. Das war eigentlich der Map-Modifikator. Powerful Twinned Monster, aber wir sind jetzt. Wir haben keine Monster mehr, also der Modifikator bleibt. Ja. Okay, verstanden. Blessings. So, was können wir denn noch gebrauchen? Schade. Wenn wir mal Stärke brauchen, benutze ich den Amulett noch. Muss ich einfach wissen, wo die Amulette sind. Ja, Beispiel. Ringe noch. Ah, jetzt haben wir ein Amulett hier drin. So, Della, haben wir irgendwas in der Gegentruhe, das wir noch gebrauchen können? Ah gut, dass es mir wieder besser geht. Nochmals Tablette schlucken. Aber es ist schon schlimm. Vor allem einfach die Wurdenschwäche, die Tabletten. Da haben die Entwickler einfach mal so gesagt, ja, wir vertreiben sie jetzt anders, in kleinen Päckchen und so, und das ist nervig. Okay, scheinbar, ja, natürlich die Spiele jetzt auch nicht mehr so aktiv, gibt's nichts Neues. Uff. Nochmals hochschnaufen. Ja, schade. Maps haben wir auch nie drin. Okay. Dann machen wir doch noch eine T2 Map, dann ist es die T2 Map. Ah, haben wir gar keine mehr. Ja, dann machen wir nochmals Waterways. So. Und jetzt können wir Syndicate mal machen. Wird wahrscheinlich auch sehr schwer sein, je nachdem. Aber gut, das Ding ist noch nicht da. Der Golem stirbt leider langsam auch zu oft. Wieder greift gerade noch an. Sieht man gar nicht, diese Wirbel. Er ist ja mega gut getan in diesem Sinne. Verpasst sich jetzt nicht unbedingt sehr gut. Oh, Rock Exile Slays. Sag mal dem bösen Exiles, okay, also hier, Exilanten. Müssen wir hier killen. Weil sie einfach da sind. Okay, sollen wir das schon machen? Ja. Aber wir werden auch zuerst noch angegriffen. Keines bleibt schon tot, ja. Aisling, du hast immer gute Modifikatoren. Und Cameria ist, ja. Ein bisschen gut. Das sind beide relativ gut gewesen. Jetzt müssen wir einfach hier noch schnell durchrennen. Ich werde einfach rennen, weil die zu töten dauert ein bisschen zu lange. Also wenn wir stärker sind, dann können wir die machen. Ich mache jetzt einfach die im Weg sind. Da ist er. Okay. Mann, ich weiß nicht welcher. Jetzt gerade das nicht. Janus, okay, Janus, der ist vielleicht. Das ist derjenige, der nicht so schnell angreift. Was hatte der eigentlich für eine Waffe? Aber Janus ist eigentlich ein Dieb, der ist eigentlich schnell angreift. So, was nochmals? So, okay. Und jetzt? Ah, hier. Also ich schaue jetzt nicht, ob ich irgendwas gedroppt habe, aber ich habe nichts gehört, glaube ich.
Den Maps könnt ihr später dann immer wieder kurz zurückgehen, die Map auch komplett machen, damit es ja vielleicht auch gute Drops noch gibt oder so. So früh ist es eigentlich. Also einfach am liebsten durchkämpfen und dann auch so schnell wie möglich den Hauptboss angreifen. Jetzt waren es zwei zum Beispiel. In der Map, die ist jetzt nicht so breit und hat nicht so viel Platz für andere. Zwei, und wenn ihr schnell genug seid, dann ja auch diese Chemisten oder was das sind nicht besiegen. So, Determination Level Up. Können wir hier auch Spielskin? Vitalität? Nein, Vitalität müssen wir gar nicht leveln. Okay, dann müssen wir schauen, dass wir da wegmachen. Vitalität braucht irgendwie mehr Mana. Das ist das nicht. Pro Level ein bisschen mehr Mana. Ich würde heute, nein, morgen früh dann nochmal seine Aufnahme machen, dass ihr ein bisschen mehr habt. Er kommt. Rechtsklick so. Okay, wo sind denn die Rogues Exiles? Die müssen auch wahrscheinlich beim Boss finden, wenn sie es kommen. Aber die Maps ist ja sowieso noch groß. Ja, die Portale, die nerven ein bisschen. Die Botens. Nicht langsam ein bisschen sehr abgelenkt. Naja, das Spiel ist schon sehr intensiv. Vor allem dann wirklich auch im Endgame kann es schon sehr stressig sein. Ja, ein Riti. Haben wir, glaube ich, eigentlich schon neu. Oder weiß es einer noch? Also 60. Trump und den Heiß, da droppen sie so oft. Also wenn ihr noch keinen Ding habt, wenn ihr noch keine Tabula Rasa habt, ja, könnt ihr die eigentlich gut und heißt warm noch nicht. Ja, vielleicht schon ein bisschen dieser Map. Oh, Harvest, aber das mache ich jetzt nicht. Oder ich schaue einfach mal, was die Modifikatoren sind. Unique und Map-Modifikatoren nehme ich. Aber sonst nicht. Keine Map. Jetzt hier Unique-Item. Okay, harvested. Ein Unique irgendwie randomisieren oder so. Keine Ahnung. Da mich nicht so, aber. Könnte ein bisschen viel Schaden machen. So. Gut überlebt. Ah, da ist noch einer. Oh Gott. Da war noch ein Gegner. Da haben die Totems nicht geschossen. So, ein Unique. Ein Random Unique können wir nehmen. Ja. Also, wo ist die Stash? Also, was ist was? Ein Amulett? Eine Juwel, gell? So ein Juwel haben wir, glaube ich, nicht doppelt. Doch, Deep Construction. Ich möchte das gerne. Haben wir dieses Ding nicht? Okay. Oh, Auroborox, sehr gut. Go and gather. Wieso haben wir jetzt das andere nicht? Müssen wir das hier herstellen? Ah, jetzt müssen wir es einfach abwählen. Quartet Schrapnell. Ja, ist jetzt auch ungefähr relativ das gleiche. Wenn wir das nochmals verwenden. Ich möchte das gerne lassen. Jo. Also, dann haben wir hier oben nochmals einen. Defense, Map Frequence. Ja, brauchen wir nicht.
Neunmal Primelrohr. Nee. Und eventuell doch, damit wir das schon haben. Ja, da haben wir neun. Wie das hier. Okay, da haben wir einen relativ starken Gegner. Größerer Gegner. Ja. So. Doch ein bisschen leichter, als ich gedacht habe. Tu einen neuen Schmieden, normalen Magic Roll, also Roll mit Random Attack Defense Modifier. Den hier. Defense Modifier, Armor. Nicht schlecht. Eine Bewegungsgeschwindigkeit. Jetzt haben wir Bewegungsgeschwindigkeit. Okay, das mehr kommen. Macht irgendwie die Bewegungsgeschwindigkeit mal mehr runter. Ja, 25. Bestmöglichst zum Schluss. Sehr gut. Ja, und das andere machen wir jetzt nicht. Das ist. Es dauert einfach ein bisschen zu lange, irgendwie das Craft. Ja, komm, machen wir es auch. Wir haben ja jetzt noch Zeit. Ja. Nicht so viel Zeit. Rocket the Defense. We need not the fruit, just the juice. Okay, die Gegner sind auch von Delph. Auch von Delph, scheinbar. Die Mantras. Heißen sie schon wie Manticore, genau, nicht Mantras und Manticore. Okay, das hier und Fünflinket. Wir machen, glaube ich, die Dings Syndicate raus. Ja, es geht gar nicht. Machen wir die einfach nicht. Ja, gut. Oder wir können ja noch ein Item holen. Ja, dann müssen wir dorthin. Und zwar. So, ich werde einfach die Map jetzt noch fertig machen. Aber der Part mache ich, glaube ich, jetzt langsam fertig. Ja, ich bin jetzt einfach mal gespeichert. Haben wir jetzt ein Item, das 5 linked werden kann? Aber eher unterlevelige Sachen. Ja, unterlevelig. Ich glaube, ich mache die, also die Ding auch kaputt. Ja, ich würde gerne nicht so die Modifikatoren kaputt machen. Ja gut, ich lasse das mal. Ich werde das sicher mal noch finden. Ich mach mal da nichts weiter. Rutsche nicht herum und dann sind die Alten was gut getauscht. Solange ich das nicht weiß, mach ich's nicht. Also ich muss das einfach mal ausprobieren, klar. Wir haben jetzt ja die falschen Items. Jo. Okay, wir haben noch okay, recht zäh. So. Ich sehe gar nichts mehr von der Treppe. So. Gaff, Leo. Gaff ist gar nicht so gut. Gaff und Haku können wir eigentlich rausschneiden. Fortification.
Garf. Would you care to kick one of my mates entirely out of this ticket? Kommt denn, is it really in your best interest to piss off a bloody arena fighter? Kurz zurück. So ist noch diesen Spell an. Ja, diese Unveil. Machen wir das Unveil noch und dann lösche ich mal ab. Einfach so rein. Unveil, das ist fertig. Oder? Semmelgut auf Stäben, wenn wir nicht so viel Attack Speed bekommen. Dann Minion unbedingt. Das auch. Und weit. Dann hier machen wir Penetrate. Ja? Inventar. Ausbrauchen wir jetzt auf Stäben. Körperstäben. Also wir machen kein Bild davon. Speed natürlich. Und den Ring. Little Strike. Ja, dann müssen wir ein Power Charge. Oh ja, und Endrange Charge machen. Defensiv ist der Ring jetzt noch. So. Ah, da haben wir noch einen Ring. Cool. Ich weiß nicht genau, was Fokus ist, aber es wurde mir ein bisschen erklärt in einem anderen Livestream. Es macht irgendwie dann, wenn du einen Zauber irgendwie entweder kanalisierst, oder einfach einen Zauber auf einen Gegner richtest oder so, der Gegner gefokust wird. Genau. Natürlich schwer, wenn es genau wirkt und wenn es nicht. Ja. Was? So, dann Dankeschön fürs Zusehen. Jetzt ist eben schon sehr lange der Part. Und ich natürlich gerne noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!